Es sei denn, der kann einfach irgendwo auftauchen, wo er jetzt gerade Bock hat. Das wäre... Ja, fragwürdig. Ich will mal ganz kurz was gucken. Was ist denn das jetzt hier für Munition und wieso habe ich die Waffe nicht? Weil es ist auf jeden Fall nicht für die hier gedacht. Wenn ich das Gewehr aber sowieso nicht habe, kann ich es ja auch einfach eigentlich hier wieder reinlegen. Das ist ja sonst Quatsch. Dann brauchen wir das hier nicht und das hier anscheinend auch nicht. 44er Magnum-Munition. Dann fehlen mir aber auf jeden Fall mindestens zwei Waffen, die ich irgendwo scheinbar hätte finden können. Wir werden uns jetzt heute übrigens sehr stark mit der Karte auseinandersetzen müssen, ihr Lieben. Und zwar will ich nämlich mal herausfinden, wo ich zu dem Shop nochmal komme. Aber ich meine, im Labor ist einer gewesen. Wo war denn sonst noch so ein Shop? Ich erinnere mich nicht mehr dran. So, gestern sind wir in die Paddocks runtergefahren. Ich glaube, da war der Shop sogar schon freigespielt, ne? Da konnten wir, glaube ich, schon dran gehen. Da rennt zwar auch dieser Trizytro-Klotz wieder rum. Ganz oben. Da hat mir aber noch die Karte gefehlt, glaube ich, die gelbe. Ich glaube, ganz oben... Nee, du hast recht. Das hier unten, das war das Ding gewesen mit den Aalen. Bei Bodentruppen waren wir noch gar nicht gewesen. Bei Labor war ich aber gewesen. Meinst hier? Oh, Moment. Und hier konnte ich schon zum Shop ran, oder was? Ah ja, okay. Du hast vollkommen recht, sehr schön. Okay. Welche Munition brauche ich denn jetzt hierfür? Das hier sind Nachfüllpackungen für einen Flammenwerfer. Körperpanzerung, Gegenmittel für die Vergiftung. Ich habe nur noch 100 Euro. Das Ding kostet aber einfach 150. Ich kann mir keine Munition dazu kaufen, doch hier. Schrotgranaten. Das ist die Munition für das Teil auf jeden Fall. Sollen wir die doppelt mitnehmen? Schrotgranaten zweimal. Zum Auffüllen der Schrotflinte oder lieber für die Handpistel. Das sind die, glaube ich. Nee, Moment. Ich weiß es nicht mehr. Wir nehmen einfach mal jetzt hier für die Schrotflinte zwei Stück mit. Ja. Genau. Und hierfür brauchen wir jetzt aber erstmal zwei Räder. Da brauchen wir ein Rad dafür und dafür. Und eines dieser Räder bekommen wir hier hinten. Beziehungsweise sollten wir das Rad hier hinten eigentlich bekommen. Wir können es ja gerade nochmal kurz versuchen. Vielleicht klappt es jetzt ja beim ersten Mal. So, und hier habe ich eben das Problem, dass ich hier keinen Anlauf nehmen kann. Oh, oder auch doch. Okay, okay. Du musst im Labor noch die gelbe Karte finden. Stimmt, 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 für den Waffenraum. Da war noch eine Waffe drin, du hast vollkommen recht. Da ist dieses scheiß Vieh, ey. Na gut. Ich will da auf gar keinen Fall mit Anlauf rüberspringen. Weil ich sonst drüber springen, wollte ich gerade noch sagen. Hoppa. Ey, es klappt gerade beim ersten Versuch relativ gut. Ich bin sehr zufrieden.
Das war allerdings. Ich habe nur den Strom gekappt. Da drüben ist aber das Rad. Oh Gott, ey, ich. Nein! Oh Scheiße, nicht ganz da hinten, nicht ganz da hinten. Oh Gott. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Das war jetzt echt saublöd. Ich habe noch einen dabei. Ich schaff's einfach jetzt zweimal über diese beschissenen Tonnen drüber zu springen und scheitere dann ernsthaft da oben. Ich hätte hier überhaupt nicht runterfallen können. Keine Chance, da irgendwie runterzufallen, aber ich schaff's trotzdem. Ist unglaublich. Erzieh dich, du dämliches Mistvieh. Vor allem, wo kommt der überhaupt her, dieser Scheißaal? Okay, ich habe jetzt hier so viel Anlauffläche. Du hast einen Raum geöffnet. Ja, ja, ich weiß, aber ich brauche auf jeden Fall noch hier dieses blaue Ding. Das brauche ich auf jeden Fall. Und das ist jetzt hier so ein Teil. Ich muss hier Anlauf nehmen. Aber kann hier auch einfach drüber jumpen, wenn ich jetzt Pech habe, ne? Was war denn das gerade? Ich bin an die Seite gekommen, ne? Scheiße. Ey, das ist jetzt hier der Wurm drin. Jetzt ist hier gerade echt der Wurm drin. Concentration. Ein bisschen mehr. Minimal. So. Da hinten liegt auch noch irgendwas. Ich weiß nicht, was es ist, aber es liegt auf jeden Fall da. Und wir kommen nicht ran. Das war knapp. Das war fast einer zu weit gewesen eben. Was ist das da hinten? Jetzt ist es wieder weg. Okay. Na, war doch ganz easy. War doch relativ easy. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier einen extremen Sturzschaden habe, ihr Lieben. Das könnte jetzt ganz böse nach hinten losgehen. Ich habe das noch nie ausprobiert, fällt mir gerade auf. Ich werde es trotzdem jetzt einfach mal machen. Was soll schon passieren? Gott sei Dank. Natürlich. Einen bekomme ich noch mit, selbstverständlich. Na klar. Die Tür hier ist aufgegangen. Und hier haben wir jetzt schon mal das Rad. Coole Sache. Coole Sache. Gibt es Fallschaden? Ja, es gibt Fallschaden tatsächlich. Zumindest in der Demo gab es damals Fallschaden. Das werden die jetzt hier wohl kaum rausgemacht haben. Und ich hasse es, wenn ein Spiel automatisch speichert. Das ist meistens kein gutes Zeichen. Oh Gott sei Dank, Medikit. Obwohl, die sollte ich noch nicht so beanspruchen. Wenn jetzt nämlich hier nur so... Als ob. Da drüben ist das rote Rad. Als ob das keine Falle wäre. Da geht's runter? Moment.
Ihr wollt mir jetzt nicht erzählen, dass ich hier drüber balancieren muss, oder? Ich habe eben was gehört. Ich muss mir hier mal ganz kurz mehr Platz schaffen. Ich muss mich schneller umdrehen. Erst speichern ist zu spät. Der hat eben gerade schon ein Autosave gemacht. Aber da hinten hat eben irgendwas Geräusche gemacht. Und ich meine, es wäre entweder ein Vieh, das unter mir ist, oder es kam hinter mir. Was ist das? Das war der Schwanz vom Spinosaurus. Kein Scheiß, das war der Schwanz vom Spinosaurus. Aber der ist weggelaufen. Also... Okay, ich hoffe, ich muss hier nicht auch wieder zurück. Ich hoffe, ich kann jetzt einfach irgendwo Abkürzung oder so. Nee? Ey, wenn ich da runterfalle, bin ich vielleicht aber auch noch gar nicht tot, wäre jetzt meine Vermutung. Wenn da unten nämlich der Spino rumläuft. Ich dachte nämlich erst, da unten wäre Wasser, aber der ist da eben gerade rumgelaufen, ne? Aber das heißt, meine Theorie scheint richtig zu sein, dass wir dann nämlich gleich, wenn das Tor offen ist da hinten, auf den lieben Spinosaurus treffen. Oh Gott. Nein, hört auf. Jetzt hier irgendwie Scheiße zu machen, ey. Konzentrierst dich hier einfach aufs Balancieren, auf einmal muss irgendein Geräusch passieren. Haltet eure Schnauze jetzt. Ich schieß einfach auf alles, was ich jetzt sehe. Ja, war ja ganz easy gewesen. Hallo, The Force Real Fifths Fabian. Wie geht's dir so? Nein. Wartungstunnel. Wir können jetzt einfach mal wetten, dass ich da auf gar keinen Fall runtergehen werde, ne? Macht mal eins in den Chat, ob ich da runtergehen soll, oder zwei in den Chat, wenn ich erst ein anderes Rätsel machen soll, was mir weniger den Arsch auf Grundeis gehen lässt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Rohr bricht. Das Rohr an der Decke oben ist gebrochen. Ah nee, komm, ich gehe da jetzt einfach runter. Machen da jetzt. Ah. Oh nein, nicht schwimmen. Nicht auch noch. Ich dachte, ich kann da wenigstens laufen. Ey. Nee. Guckt euch doch die Scheiße mal an. Hm? Ah. Ich profitiere vom Leid der anderen. Das finde ich doch sehr schön. Sie haben Tauchausrüstung, um unter Wasser zu gehen. Jetzt kann ich unter Wasser laufen, okay.
Und wie laufe ich an der... Lasst mich gerade nochmal kurz Luft holen. Aber wie laufe ich denn jetzt mit diesem Ding? Wahrscheinlich auf C, nö, auch nicht. Es wäre nämlich einfach mal schön, das zu wissen. Da fehlt mir jetzt was. Okay, das Ding da oben ist zu. Aber ich habe zumindest endlich viel Sauerstoff, merke ich gerade. Das liegt natürlich an der Sauerstoffflasche, ihr Genies. Ihr habt ja nicht geantwortet. Ja, jetzt haben zwei Leute geantwortet, ja. Das ist... Außerdem, ich muss auch sagen, ich dachte, dass ihr auf jeden Fall eins sagt, ihr Schisse. So. Wo kam der jetzt auf einmal her? Wo kam der jetzt auf einmal lang, ey? Der kam der gerade durch die Wand durchgeglitscht. Ich bin das erste Mal übrigens gerade gestorben in dem Spiel, will ich nur ganz kurz anmerken. Okay, dann auf ein neues. Nehmen wir uns dieses Teil hier gerade mal mit und haben jetzt erstmal unendlich viel Sauerstoff. Aber ich will mal ganz kurz schauen, ob man dieses Vieh schon hätte sehen können da hinten. Na, der ist da hinten. Aber ich muss da ja lang, dachte ich zumindest. Das ist nämlich ein riesen Nachteil an diesen Schwimmfischdingern. Da ist er doch. Ich komme nicht an dem vorbei, solange hier Wasser ist, egal was ich mache. Das bedeutet, dass ich irgendwo noch hin muss, bevor ich da lang kann. Habe ich jetzt hier vielleicht das Wasser abgedreht? Nee, das ist auch noch da. Dann gucken wir doch einfach mal kurz auf die Karte. Sichera Sierra Wellcode B. Okay, das. Aber da komme ich ja gerade her, ne? Habe ich da unten wahrscheinlich irgendwas übersehen? Ich weiß aber nur nicht genau was. Ah, da oben. Ah, okay. Ich bin so bescheuert. Dieser Fisch da unten kann mich jetzt nämlich mal am Arsch lecken. Sehr gut. Okay. Schönen guten Tag, Papa Kater. Guten Abend. Guten Abend kann man auch schon sagen, na klar. Schönen guten Abend, Papa Kater. Schön, dass du am Start bist. Ey, dass wir einfach eben gerade den Spinosaurus-Schwanz ganz kurz gesehen haben, hat mich irgendwie so ein bisschen beunruhigt. Das ist viel stärker. Das Vieh ist auf jeden Fall stärker.
Das war aber auch wieder ein Uta-Raptor, ne? Glaube ich. Na, das hier ist so ein richtiger, so ein typischer Endboss-Raum. Ach, wisst ihr was? Ich meine, wir haben bisher noch keinen einzigen Endboss gesehen, aber ich weiß, hier gibt's welche. Ich will einfach mal ganz kurz raten, wir kommen jetzt an so einen Punkt. Oder auch nicht. Oder auch nicht, aber trotz allem will ich nochmal hier hinten lang gehen. Ich hätte nämlich voll gern noch irgendwie so eine Dino-Karte. Ja. Die halten definitiv mehr aus mit der Zeit. Small Carnivore Paddock. Okay. Ich habe euch ja gestern schon erzählt, dass ihr in der Demo mit dem Aufzug eigentlich an den Standpunkt kommt, wo der Spinosaurus auftaucht, ne? In der Demo war das so, ihr kommt aus dem Aufzug raus und kommt quasi hierhin. Und aus dem Aufzug raus kommt ihr direkt hier ins hohe Gras. Das hier ist das Gehege des Spinosaurus. Das hier wird der erste Endboss werden. Dann will ich aber trotz allem, bevor wir den jetzt wirklich angehen, mal gucken, was jetzt in der anderen Richtung noch aufgemacht wurde und ob ich zumindest irgendwie die Chance bekomme, vielleicht nochmal ganz kurz... Ach, das war einfach nur ein Rundweg gewesen. Okay. Kann ich im Shop wenigstens auch Sachen verkaufen? Das ging, glaube ich, nicht, ne? Nee. Kauf? Kann ich nicht irgendwie so Verkauf? Doch, da. Waren verkaufen. Perfekt. Gehen wir doch gerade nochmal hier hin. Das sind alles Dinge, die ich nicht brauche. So, die Waffe ist nachgeladen. Die Waffe ist nachgeladen. Waren verkaufen. Das sind Sachen, die ich verkaufen kann? Ja, aber die habe ich doch gar nicht. Ah, doch. Ja, okay, gut. Dann, das Ding habe ich ja eh noch nicht. Dann kann man die schon mal alle hier rausjubeln. Das habe ich auch noch nicht, ne? Was auch immer das ist, das glaube ich für einen Revolver später. Was ich brauche, ist das hier. Und das hier, glaube ich. So. Die Kamera behalte ich mal, die kann ich eh nicht verkaufen. Ach so, soll ich mal gucken, dass ich vom Spinosaurus jetzt zuallererst mal ein Bild mache, wenn ich den sehe. Da war ja was mit den Bildern, ne? Hast du genug Muni für den kleinen? Ich glaube nicht. Deswegen habe ich habe jetzt noch hier für die Pistole Muni. Das müsste die sein für die Handpistole, ne? Moment. 23, da müsste ich jetzt 38, nee, das ist was anderes. Das finde ich ein bisschen doof, dass du halt hier wirklich nicht siehst. Das ist die 9mm, okay. Dass man hier im Shop nicht direkt sieht, was für Munition du brauchst. 9mm ist genau die, die ich hier noch rumhängen habe. Ja, das ist die da. Aber ich nehme jetzt davon noch welche mit. Ja.
Aber die kann man nur bis zu 30. Ja, okay, wurscht. Das sind jetzt 60 Schuss plus oben noch 20. Wir nehmen nochmal mit. Zwei Stück. Ja. Machen die nochmal auf die 30 jetzt hoch. Was ist das hier? Schrotpatronen aus Magnesium. Kann ich die auch schon benutzen? Munition für die Schrotflinte. Ah, du kannst die auch noch aufpimpen wohl später. Die kann auch noch Flammengeschosse abschießen. Okay. Das heißt, das hier unten sind meine Munitionsdinger für die Schrotflinte. Schrotpatronen aus Magnesium, Geschosse mit Brandeffekt. Kann ich die da einfach draufziehen? Nee. Nutzen. Ich hätte die einfach einsetzen müssen. Okay, verstehe. Aber ich weiß jetzt hier nicht, wie ich jetzt hier die Fähigkeit switchen kann von der Waffe. Okay. Hat sich erledigt. Es hat sich erledigt. Und wie kann ich das wieder ändern? Wir gehen da jetzt einfach mal hin, würde ich sagen. Auf geht's, ab geht's. Das Spinosaurus-Gehege. Der liebe Kollege muss jetzt hier irgendwas für mich bereithalten, was ich auf jeden Fall brauchen werde. Noch keiner? Moment, Moment, Moment. Das scheint doch noch nicht das richtige Gehege zu sein vom Spino. Zumindest war der Kollege hier nicht drin in der Demo. Velociraptor-Karte, Geschwindigkeit 10, Power 5, Level Stufe 2. Okay. Aber deswegen bin ich doch jetzt nicht hier drin. Oh Gott. Ja. Nicht ins hohe Gras laufen. Na, wie war das gewesen? Nicht ins hohe Gras laufen. Okay. Es wird anspruchsvoller. Es wird wirklich anspruchsvoller. Oder ich einfach nur schlechter. Das kann auch sein. Geronimo.
Habe ich übrigens auch mein ganzes Geld einfach ausgegeben für Munition. Und hab dann vergessen, das Geld nochmal irgendwie hier in Dings zu investieren, vielleicht. Meine ganze Dinge, meine ganzen Geschosse sind auch weg. Er hat nämlich vorher gespeichert, bevor ich beim Shop war, ne? Aber egal.